In Arabisch gibt es kein speziell Wort für die Dämmerung. Al-Shafaq bedeutet, es ist der Moment, wo der Himmel auf zwei geteilt ist. Es ist der Moment, bevor die Sonne auf oder runter geht. Ich habe diese Bedeutung sehr passend gefunden für die Geschichte. Es ist weder Nacht oder Tag. Es ist wie Abdullah, er hat seinen Sohn verloren, auf der anderen Seite hat er einen neuen Sohn gefunden. Es ist Trauer, aber auch die Hoffnung da. Deswegen habe ich diese Titel ausgewählt. Es war ein langer Prozess für die Familie, der mit Angst und Verzweiflung und Schuldgefühlen verbunden war. Und dem Junge geht es heute eigentlich gut und er hatte eine Lehre abgeschlossen vor ein Jahr. Ich habe vor einem halben Jahr mit der Mutter gesprochen und sie hat mir gesagt, dass sie irgendwie immer noch Angst hat. Oh, es geht ihr nicht gut, wenn sie so die Nachrichten also liest oder sieht über die sogenannten Dschihadisten. Sie bekommt Panik und wird nervös. Und der Junge, der kann heute nicht erklären, was er machen wollte. Es ist so für ihn eigentlich selber ganz fremd. Ich glaube vor allem, dass er realisiert hat, was geschehen ist so. Und sie leben in Deutschland und im Moment ist alles okay eigentlich. Also die Motivation zur Radikalisierung ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wer soll die Schuld tragen? Dieses Thema, also das hat mich auch sehr interessiert und ich auch beim Schreiben. Und Abdullah hat die Frage auch gestellt, also im Film, wer ist schuld? Und er versucht sich damit auseinandersetzen, aber auch sucht nach Antworten. Er tut auch seine Religion in Frage stellen. Das war für mich sehr wichtig. Ich glaube, es ist sehr, sehr komplex. Es gibt kein einfache Antwort über diese Frage, über Gute und Böse. Und ich habe versucht, im Film so einige Anhaltspunkte zu zeigen, also wie zum Beispiel Identitätssuche, Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen und die strengen Familienstrukturen. Und auch natürlich die dunkle, böse Seite des politischen Islams. So habe ich versucht, einige mögliche Antworten zu geben, wer schuld ist. Als ich angefangen habe zu schreiben, oder bevor ich angefangen habe zu schreiben, ich habe einige betroffene Familien getroffen, auch Jugendliche, die sehr, sehr interessiert waren nach Dschihad, so. Und ich hatte so ein eigentlich fixe Idee, das sind die Jugendlichen, die sowieso von schwierigen Familienstrukturen kommen, die sowieso vom radikalen islamischen Familien kommen.
Und es hat sich sehr schnell meine Meinung verändert, weil es die Zahlen, die sagen von Europa vor allem, sind nicht nur Jugendliche, die in westlichen Kultur groß geworden sind, also die Migranten mit islamischem Hintergrund. Es waren mehr als Hälfte konvertierte Jugendliche, die eigentlich mit Religion und Islam gar nichts zu tun hatten. Als ich das realisiert habe, hat mein Wut auch so, ich könnte das so wie loslassen. Und ich denke, es kann eigentlich jede betreffen. Und ich finde es wichtig, dass man auch eine gesellschaftliche Verantwortung tragen kann, ohne man direkt ein Kind hat, der sich radikalisiert hat. Das finde ich sehr wichtig. Und deswegen, ich habe diese Filme nicht für die Familien gemacht, die betroffen waren, sondern für die Menschen, die eigentlich so verstehen können, diese Möglichkeit. Es muss nicht unbedingt radikaler Islam sein, es kann, also es gibt mehrere Möglichkeiten, heute, das wissen wir. Es geht um die Verantwortung zu tragen und Empathie haben und verstehen und gemeinsam zusammen Lösungen zu suchen. So.